beginnt ab hier. In Escalari. Der allerechte. Meine Finger sind auch auf jetzt mal drauf, aber erster Vlog muss sein. Der allerechte. Ihr wisst Bescheid. Vlog beginnt ab jetzt. Wir sind ja unterwegs in Magdeburg. Wir gucken schon mal nach, wie wir jetzt zum Stadion kommen. Es wird krass, sehr krass. Oder was sagst du, Bruno? Es wird krass. Willkommen, wir sind wieder zurück. Moin, 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 moin. Sag auch mal was. Oh, wie sich alle in Reihen holen. Ja, ja, die Rohren gehen sich hier alle gleich eine rein, Alter. Hier sind alle die ganzen Fans. Wir gehen jetzt in die Straßen und jetzt ist weiter. Let's go. Wir sind jetzt fast am Stadion. Wir gehen jetzt Richtung Stadion. Hier wird erstmal eine Runde gequarzt. Einmal ein Durchziehen. Nachher. Einmal ein Durchziehen. Jetzt einmal ein Durchziehen. Jawohl. Wir sind immer weit weg, vielleicht 10 Minuten vom Stadion, keine Ahnung wie lange. Auf jeden Fall sind wir in die richtige Richtung, hier sind alle blau. Jawohl. Ja, das ist Kasa, Outfit Check. Wow! Oh, you touch my tralala. Magdeburg! Ja, guckt euch an. Outfit Check. Wow. Beste. Beste. 5-0 Magdeburg heute. Safe. Moin Moin, wieder da. Hier hinten sind die ganzen blauen, noch mehr blaue, aber andere blaue. Die sind alle blau. Wir sind jetzt auch wieder fast in der Nähe vom Stadion. Wow, auch der Himmel ist blau heute. Zeig mir doch nicht mal die Kippe. Die Kippe? Oh, nur vor den Brillen. Jawohl. So, guckt euch an. Wow. Ja, da oben. Können Sie sehen? Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Nein, es ist Benny. Wow. Wow. Da gehen wir mal rein und holen uns auch noch was. Benny am Elbauenpark. Wow. Das reicht. Was reicht das mal heute? Ja, ein schönes Heft. Wow. Wow. Mit Cola. Ich würde auch sagen, dass das Hefte mitnimmt. This that hot girl bummer anthem, turn it up and throw attention. Fuck you, and you, and you. I hate your friends and they hate me too. Fuck you, and you, and you. This that hot girl bummer anthem, turn it up and throw attention. This that hot girl bummer two-step, they can't box me in a bullet. This that drip is more like oceans, they can't fit me in a Trojan. Fast Halbzeit, steht 2-0. Wir gehen jetzt schon mal los, Profilöschen holen. Ja. Und ein bisschen trinken. Mein Tipp heute 3-0. So, wir sitzen jetzt hier. Wir wollen was zu essen haben und zu trinken, aber können nichts, weil wir mit Karte zahlen müssen. Aber es geht auch nur mit Karte hier. Perfekt. Nicer Laden hier. Jetzt auf dem Rückweg. 4-0 ist das Spiel ausgegangen. Ja, auf ein 3-0 getippt. Ein Tor mehr. Naja.
Jetzt nach Hause, Interview. Von mir geht's dann zu Hause. Der Tipico-Stein. Ah, den haben wir vergessen. Scheiße. Ja, das Interview über den Tag von heute, den mache ich dann im nächsten Abschnitt dann. Ja. Ich drehe mal die Kamera andersrum. Ich weiß nicht, dass man mich sieht, aber egal. Jawohl. Moin moin. Einen Tag danach, nach dem Spiel. Frankfurt gegen Magdeburg. Das Spiel ging 4-0 aus für Frankfurt. Ich habe auf Frankfurt getippt, weil, ja, keine Ahnung, ne? Frankfurt-Fan, ne? Der Tag war gestern sehr nice gewesen. Also die Mannschaft hat gut gespielt gestern von Frankfurt. Götze und so alles drum und dran. Magdeburg hat auch teilweise, also Magdeburg hat nicht nur teilweise, die haben auch relativ auch gute Aktionen gehabt. Und die Dinge, die da gestern scheiße gestern waren, finde ich gestern... Dass man da war, man hatte Bargeld mitgehabt und wollte sich da Essen kaufen. Man konnte sich aber kein Essen kaufen, weil für den Würstchen stand oder für Getränke stand einfach so eine Clubkarte oder eine Kreditkarte haben musste, damit man sich Essen oder Trinken kaufen kann. Das finde ich ein bisschen scheiße, weil wenn du jetzt einer bist, der das nicht weiß, was seit Jahren lang nicht mehr im Stadion oder so, gehst du einfach dahin und willst dir Essen oder Trinken holen, weil du hast mega Hunger oder mega Durst und bist fast vom Umkippen oder so. Und willst dann Trinken holen schnell und kannst einfach nichts zu trinken kaufen, weil du hast keine Clubkarte oder eine Kreditkarte. Ja, und kannst einfach nichts holen, weil, wie gesagt, wegen dem Grund, das finde ich scheiße. Ja, das ist totaler Scheiße. Du stehst da 2 Stunden schon vorher im Stadion, kannst du dir nichts zu trinken kaufen, dann musst du das ganze Spiel noch dastehen und dann kannst du dann erst losgehen und dir was zu essen oder trinken zu holen. Und dann sind die ganzen Läden hier auch noch schon um 23 Uhr schon zu. Ist auch schon scheiße, dann musst du dann durch die ganze Stadt rennen. Dann musst du zur Tankstelle dann irgendwo in der Nähe rennen und dir für 3 Euro ein Trinken holen, ein kleines Trinken und dann, ja, keine Ahnung, das finde ich scheiße. Was ist noch scheiße gewesen? Sonst eigentlich Riola nicht, das Spiel war Riola nice gewesen, ja. Also ich finde das einfach, es war einfach nice gewesen. Die Stimmung war mega gewesen. Von beiden Fanlagern war die Stimmung nice gewesen. Ich als Undercover-Fan von Frankfurt, ja, Magdeburg-Berg war auch nice gewesen. Also ist nichts passiert, ich sitze hier noch. Also war nice gewesen, wie gesagt, ja. Also der Kanal, der YouTube-Kanal ist für Vlogs und für Lifestyle-Dinge, also für Gameplay und so, weil ich alles hier reinbringe auf diesen YouTube-Kanal. Was soll ich nur noch sagen, so großartig, ja. Wie gesagt, das war ein nicer Tag gewesen gestern mit Kagari. So einen Tag werde ich immer wiederholen gerne, also ein Stadion-Vlog. Es hat mega viel Spaß gemacht, das zu filmen und so und da zu sein und das ganze Spiel anzugucken mit Kagari und die Stimmung und alles so drum und dran. Das ist noch ein geileres Gefühl, als wenn du vor dem Fernseher sitzt und das Spiel so anguckst. Es ist einfach viel geiler, wenn du im Stadion bist und einfach alles mitverfolgen kannst, die ganze Stimmung und alles mitbekommst und so. Das ist krass, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Sowas würde ich nochmal machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen, die Glocke aktivieren, vielleicht einen nice Kommentar darunter setzen, was weiß ich, irgendwas, ja, den Freunden vielleicht das Video weiterleiten, also Link und dies, das in eure Story packen, das wäre mega nice, wenn ihr ein bisschen unterstützen könnt und so. Wie gesagt, ich würde so welche Vlogs oder allgemein so Gameplay von meinem Twitch-Account hier auf diesem Kanal machen. Ja, was soll ich noch so sagen? Also, das ist mein Kanal, so, ja. So, dann sage ich am besten, schau, haut rein, das war euer Kaiser. Bis zum nächsten Video, Vlog, Lifestyle, Gameplay, irgendwas, was weiß ich. Ja, bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Kaiser.